Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Series Makers Tycoon. Ja, ich bin Ihr Reisebegleiter, Dr. Crappy. Da sitze ich, Dr. Claude Crappy. Und ja, wir haben ein bisschen Geld, ne? 3,3 Millionen. Und irgendwie ist gerade was buggy, weil hier nichts weitergeht. Jetzt geht's weiter. Sehr schön, okay. Ich würde sagen, wir warten jetzt so lange, bis wir pleite sind, wenn wir unsere Mitarbeiter bezahlt haben. Nein, natürlich nicht. Was ist das hier eigentlich? Freier Raum, Raum einrichten. Gucke mal. Wie können wir hier massives Soundsystem? Komm, das machen wir mal. Lass auch mal ein Raumforschungsprojekt machen. Aha, hier haben wir nämlich schon ein paar Kameras und ein paar Lampen und ein Mikro, aber das ist noch viel, viel cooler. Ja, das erhöht die Produktion meiner Soundattribute. Sehr schön. Sehr, sehr, sehr schön. Ich würde sagen, wir fangen heute einmal an, ein paar Sachen zu forschen, wie mein lieber Freund, der Horsty Gaming, jetzt vielleicht sagen würde. Checkt einmal seinen Kanal aus. Liebe Grüße nach Österreich. So, was machen wir denn heute? Wahrscheinlich in dieser Session das Spiel beenden, weil wir haben nur noch 7 Jahre. Ne, noch nicht mal, nur noch 6 Jahre. Also wenn das so ist wie bei Game Dev Tycoon, ich weiß es ja nicht. Auf jeden Fall sollten wir jetzt mal, komm, wir machen mal einen Auftrag. Das ist alles nicht lukrativ. Erotik. Nein, traue ich mich nicht ran. Kenne ich mich nicht mit aus. So, Flugzeuge. Flugzeuge haben wir, glaube ich, noch gar nicht, ne? Was ist das hier? Zombies Zukunft. Mindestwertung von 5. Komm, dann, das ist übrigens mein Bart, der hier am Popschutz. Hörst du? ASMR Bart. So, ich würde sagen, das machen wir. Wir nennen das Future Zombies. Ganz kreativ. Future Zombies with Guns. Keine Ahnung, wir machen hier ab 12 plus, ne? Das ist ja auch okay. So, die Kinder, die sind auch durchs Internet sowieso schon versaut. Können wir ruhig machen. Rein gewissens können wir das machen. Wir nehmen das 7 up. Starten le Production. Ja, da düdeln wir hier so rum. Habt ihr eine schöne Woche gehabt? Ja? Das hoffe ich doch. Das hoffe ich doch sehr für euch. Habt ihr einen schönen Valentinstag verbracht? So, Valentinstag ist ja der wichtigste kommerzielle Feiertag, der jemals erfunden worden ist. Ah, Dr. Crappy, glaubst du einfach nicht an die Liebe? Doch, natürlich. Und auch ich habe eventuell gewisse Aktionen zum Valentinstag folgen lassen. Ja, ich wollte nur mal so ein paar Leute triggern. So, Drehbuch für Zukunft und Zombies. Also die Action, sagt er selber schon, ist sehr wichtig. Ich glaube, den Humor und die Komplexität, die lassen wir einfach so, wie sie ist. Und natürlich Tom macht wieder Urlaub mit seiner Frau. Ach nee, die muss ja arbeiten. Hat der Tom etwa ein Geheimnis? Ich weiß es nicht. Tom, du alter Schlingel. Tom Curse, nicht zu verwechseln mit Tom Cruise, ne? Und Leia Highwalker nicht zu verwechseln mit Leia Skywalker. Oh Gott, habe ich jetzt Star Wars gespoilert? Oh mein Gott. Ja. Harvey. Na, wir nehmen natürlich, es kann nur eingeben, ne? Unser derzeitiger Star, der Erik Geilhorn. Wir sind Serienproduzenten. Wir haben von der Vorgängerfirma das Schild übernommen, weil wir uns kein anderes leisten können. Yeah. Get funky. Komm, dann machen wir das mal richtig. Hier machen wir das. Dann machen wir Blockbuster-Camera. Ja. Ah, okay. Ja. Machen wir hier mal, ne? Machen wir volle Hütte. Qualität, alles vollhauen. Ich weiß gar nicht, ob das richtig ist. So, Professional Sound. Zack. Pass mal auf. Der Michael, der darf sich um den Ton kümmern. Der Tom. Dann die beiden Damen.
So. Ja, es steigt aber trotz des Soundsystems nicht so, wie wir uns das erhofft haben. So, jetzt wird hier 180 Fehler. Was denn los hier? Ob wir jemals in das große Büro ziehen, wage ich zu bezweifeln an dieser Stelle. Wir müssen jetzt erstmal Fehler vermeiden. Und ich glaube, wir hätten vielleicht noch ein bisschen Trainingszeit nutzen können und sollen. Ja. Zack. Blub. Gucken wir doch einfach mal, was das Ganze hier für Auswirkungen hat. Veröffentlichen diese Serie. Toi, 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 Erik. Wir haben jetzt schon das Geld gekriegt. Das heißt, wir werden jetzt schon über 5 haben. Also das Spiel spoilert auch. Oh mein Gott, wir sind so gut. Die Kombination Zukunft-Zombies war überdurchschnittlich. Die Handlung war klasse, der Protagonist war nah dran und der Regisseur war sehr gut. Ich bin sowieso anscheinend als Regisseur bin ich echt zu gebrauchen in diesem Spiel. So, Future Zombies with Guns. Ja, natürlich stellen wir unseren Auftraggeber zufrieden. Das ist ja, das ist ja gar keine Frage. Stellt sich ja gar nicht. Das haben wir auf Opario rausgebracht. Herrlich. So, Micha, trainier mal ein bisschen. Du musst nämlich, kannst du noch trainieren? Nein, austrainiert. Der ist auch austrainiert, die ist eh im Urlaub. Ja, dann, ich weiß nicht. Erforsch mal ein Thema. Oh, hier Spieleentwicklung. Komm, wir machen mal ein neues Pferd im Stall. Warte mal, ich glaube, pass mal auf. Harvey hat ja mittlerweile schon ausgedient, ne? Zack. Mach's gut, Harvey. Aber ich glaube, ja. Ich glaube nämlich, dass ganz ehrlich, das ist ja auch quasi ein Teil unserer Mitarbeiter. Verstehst du? Kann man ein bisschen Geld vielleicht sparen, weil der arbeitslos ist. So, Tom. Ah. Tom wird jetzt einen Protagonisten erstellen. Report abgeschlossen. Zukunftszombies ist eine gute Kombination. Für die Geschichte dieses Themas ist Action wichtig, Humor hingegen ist weniger wichtig. Habe ich mir gedacht. Weil, ne, müssen wir mal ehrlich, ich hab's ja auch drauf. Ne? Das gibt ganz gutes Geld zwischendurch. Kann man eigentlich nochmal irgendwas kopieren? Irgendeinen großen Erfolg? Was war denn A Journey in Time? Historie Doku. Serie 41, ich weiß gar nicht, was das sein soll. Pass mal auf. Wir machen wieder Historie und wir machen Doku. Wir machen jetzt nämlich... A Second Journey in Time. Die zweite Reise in die Zukunft. Oh, ich habe keine Kohle übrig. Na komm, dann machen wir Netflix. Mühsam ernährt sich das eichige Hörnchen, wie es so schön heißt. So. Natürlich hier volle Möhre, das 7-Up. Gehen wir ein Risiko? Komm, wir gehen ein Risiko. Wir werden uns wahrscheinlich wieder voll... in die Scheiße reiten. Wir nennen die Person Hilde Feuerwehrmann, weil egal was ich hier anklicke, es ändert sich sowieso und auch die Anrede ändert sich, von daher ist es egal. Lasst uns nicht uns selbst durch Zeichen begrenzen. Sondern jeder darf und kann das sein, was er möchte. Die letzte Entscheidung habe eh ich. So, mein Let's Play. So. Die gute Hilde Feuerwehrmann. Wer kennt sie nicht? Sehr intelligente Schauspielerin. Und während unsere fleißigen Bienchen, außer Michael, der nämlich im Urlaub sich befindet, hier schön arbeiten, nehmen wir noch schön Geld über die wunderbare Serie Future Zombies with Guns ein und ja. Oh, guck mal. Das
Geld steigt. Und das Geld steigt. So, pass mal auf, wir knallen hier. Knallen das hier mal ein bisschen. Oder war das nicht so, dass da alle Attribute wichtig sind? So, ich lasse es einfach auf der Hälfte. Mal gucken, was passiert. Also diese, wir haben ein neues Walking Dead erschaffen, würde ich mal sagen. Alter Schwede, in der Zukunft. Sehr geil. Gefällt mir. So, lasst uns mal weiterschauen. Ich weiß nicht warum, achso, der Name ist zu lang. Ja, wir könnten jetzt natürlich Erik nehmen. Wir könnten aber auch Hilde Feuerwehrmann nehmen. Aber die ist, glaube ich, noch ein bisschen zu unbekannt. Und ich weiß nicht, ob ich mich hier nämlich verzocke. Dann nehme ich lieber einen Protagonisten, den wir da schon bereits hatten. Zack, probieren wir's. Mit Erik immer Sieger. Das ist auch so mein Motto. Auch im Leben übrigens. Ja, na, guck dir das an. Fast 10 Millionen Zuschauer. Das gibt... Oh, wir haben fast 1 Million Fans. Wollen wir das wagen? Komm, wir wechseln das Büro jetzt endlich mal. Toll. Das ist noch gar nicht das Großraumbüro, glaube ich. Egal. So, das ist die letzte Einstellung, die wir bei der letzten Serie hatten. Das lassen wir natürlich auch so. Packen Tom wieder als Designer. Leia und Christina als unsere Kamerafrauen. Den Michi auf den Sound und mich selber aufs Drehbuch. Ja. Doch. Das wird was, Freunde. A second journey in time. Kommt schon. Über 220 Fehler. Sag ich doch. Wurden sogar 223. Hatte ich gut im, ne? Verstehste. So, kommt schon. Arbeitet härter. Arbeitet schneller. Zack. Großartige Kombo, perfekter Protagonist. Das hört sich schon mal sehr gut an. Wir dürfen übrigens, ne? Ich könnte ja jetzt immer als Beispiel Historie und Doku machen, um am meisten vermeintlich Geld abzugreifen. Das erkennt das Spiel. Das Spiel sagt nach, wenn das, also wenn es so ist wie bei Game Dev Tycoon, und dieses Spiel ist ja ein Fanprojekt zu diesem Spiel Game Dev Tycoon, was ich vielleicht auch nochmal spielen werde. Hm, wer weiß das schon. Ja, das Spiel erkennt das und bewertet dann schlechter, weil die Kritiker sagen, es ist ja immer das Gleiche. Verstehst du? Wir veröffentlichen. Komm schon, Erik, rette uns den Arsch. Harvey fehlt mir ein bisschen. Booyaka Jump, das ist auf jeden Fall okay. 8877, eine 7,5. Ihr merkt, es geht also schon ein bisschen runter. Der Regisseur war sehr gut, die Kombination war fantastisch, Handlung war klasse, Team war klasse. Was will man mehr? Eine bessere Bewertung zum Beispiel, aber egal. So. Oh, wir haben schon über 600 Forschungspunkte jetzt schon wieder. Und generieren jetzt noch ein paar. Ja, das gibt eigentlich ganz gutes Geld. Hier, komm. Tom, ich schick dich selber in Urlaub. Noch jemand, der in Urlaub möchte? Nein, nein. Komm her, du trainierst mal eine Runde, dass du dich unserem Niveau anpasst. Du kleiner Hase. Historie-Doku ist eine perfekte Kombi. Für die Geschichte, aha, sind alle Attribute wichtig. Hatte ich es doch richtig in Erinnerung. Schade. Komm, du erforscht mal bitte Blockbuster-Projekt. Das hätte ich nämlich ganz gerne. Und du erforscht auch. Und was erforscht du? Ach komm, dann machen wir jetzt endlich mal diese interaktive Story. Der Chef forscht auch noch irgendwas. Motivationsschub. So. Die Chrissy ist fertig. Die Chrissy kann dementsprechend... Also Spieleentwicklung nimmt er nicht. Anscheinend. Das kann ich immer wieder... Das ist jetzt... Ich hatte nämlich das schon im Kopf, dass wir das schon mal in einer der früheren Episoden gemacht haben. Haben es in dieser Episode gemacht und das ist immer noch frei. Also vielleicht haben wir auch zu viele Themen jetzt mittlerweile. Wir gucken trotzdem mal. Wir machen mal Animation. So. Ja. Hier gibt's schön Kohle. Würde ich sagen, eine Serie machen wir noch in der heutigen Folge.
Titel nicht vergessen, Dr. Crappy. Was machen wir denn mal für ein Thema? Guck mal, machen wir mal. Ich weiß, wir können zwei Themen auswählen, aber es hat anscheinend keinen Effekt. Fantasy und Mittelalter. Ist, glaube ich, keine Ahnung. Last Fantasy of a Medieval Time. Machen wir ab 12. Haben nicht genügend Geld für die blöden Lizenzkosten. Also machen wir mal nochmal eine Netflix-Serie. So. Business as usual. Wir machen da jetzt aber mal ein großes Projekt von, ja? Haben wir, glaube ich, eben auch gemacht. Egal. Jawohl, der ist austrainiert jetzt. Sehr gut. Während uns hier, ne, also immer so zwischen 300 und 550.000 gibt das noch Kohle. Das ist sehr wichtig, damit wir hier den ganzen Spaß irgendwie finanzieren können. Komm, kann ich noch was einrichten? Komm, wir machen einen Greenscreen. Oh Gott, das stört voll im Auge. Ich hoffe, euch stört das nicht so. Ey, wir sind schon bei 16 Minuten, Freunde. Das ist aber echt die letzte, ne? Die letzte Serie für heute. So, der Greenscreen erhöht die Produktion deiner visuellen Attribute. Vielleicht, ne? Vielleicht hilft uns das ja. Ich glaube, irgendwann muss ich dieses Let's Play nochmal wiederholen und gucken, dass ich nicht so viele Fehler mache. Für Mittelalter und Fantasy haben wir nämlich schon mal irgendwann gemacht. Sind diese Sachen wichtig? Das lassen wir so. Die Komplexität. Ja, werden wir mal schauen. Ich habe mir gerade was überlegt. Nachdem es ja in der letzten Folge ein scherzhaftes Gewinnspiel gab, möchte ich mich natürlich bei euch entschuldigen. Und wenn ihr die Folge bis hierhin geguckt haben solltet, pass mal auf, wer als erster mein richtiges Alter errät, ja, und das hier in die Kommentare schreibt, derjenige, den bitte ich dann, dass er mir irgendwie über... zum Beispiel über Facebook, über meine Seite Dr. Crappy, dann mich anschreibt und mir seine Daten zukommen lässt und dann schicke ich dir, lieber Gewinner oder dir, liebe Gewinnerin, schicke ich ein persönlich gewidmetes Gedicht mit Unterschrift und einem Kussmund drauf. Ja? Wollen wir das so machen? Bedingung ist natürlich, dass es niemand sein darf, der mir persönlich bekannt ist, Familie und Freunde scheiden also an dieser Stelle aus. Ja. Sehr schön. So machen wir das. Okay. Für diese Serie, da wir ja Mut und Humor brauchen, bleibt uns nichts anderes übrig. Und ich mache es sehr gerne. Der Erik. Die Hilde werden wir in der nächsten Episode mal einsetzen. Ach ja. Gemütlich mittlerweile auch bei uns in der Bude, ne? So, Tom, Leia, Christina, Moore wollte noch nicht, weil das Beste kommt zum Schluss. So. Das lassen wir alles so, denn die neuen Sachen, die wir erforscht haben, die werden wir in die nächste Generation unseres Technologie-Kits investieren. Wir starten hier die interne Vorführung. Ja, der Sound hängt immer noch ein bisschen hinterher, aber mittlerweile hängt das Drehbuch eigentlich ziemlich hinterher. Upsi. Während uns diese Serie, A Second Journey in Time, immer noch trotz einer durchschnittlichen Bewertung im oberen Bereich, ja, ne, verstehst du, immer noch gut Geld einbringt. So, Fehler, 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 Fehler müssen verschwinden.
So ist das auch in Mathe-Klausuren. Zack, fertig. Großartige Kombo, oh schön. Perfekter Protagonist. Ja, ich habe nichts anderes vom guten Herrn Geilhorn erwartet. Wir veröffentlichen das. Er ist natürlich sehr populär, ne? Mittlerweile. Unser Zugpferd. Komm schon. Yes! 9, 8, 8, 9. Macht eine 8,5 im Durchschnitt. Die Handlung war super. Die Kombi war einfach atemberaubend. Der Regisseur war sehr gut und der Protagonist war klasse. Sehr geil. So. Nein, falsch. Diese Serienbericht. Zack. Wir machen jetzt eben noch mal kurz die Forschung zu Ende. Wir machen Motion. Ich bin so blöd, das ging ja gar nicht. Das war ja buggy, das hatten wir ja schon mal. Das heißt, wir haben hier wieder Forschungspunkte und Kosten bezahlt für nichts. Und auch die, dafür haben wir nicht genügend Forschungspunkte. Schade. Ja, Internet-Memes für 2 Millionen entwickeln. Können wir natürlich machen. So, angeblich steht es jetzt zur Verfügung, aber wenn ich jetzt drauf gehe, ist es wieder da. Ich könnte jetzt wieder anklicken, es kostet, aber es bringt uns nichts. Wahrscheinlich sollen wir nicht, wir dürfen es nicht. Oh, das ist gutes Geld, was hier rauskommt. Report abgeschlossen. Mittelalter-Fantasy ist eine perfekte Kombi für die Geschichte dieses Themas. Sind alle Attribute wichtig. Okay, danke, vielen Dank. Ja, oh, guck mal, fast 1 Million mit eingenommen. Jetzt. Immer noch nicht. Ich will hier, dass wir 1 Million in einer Woche machen. Komm schon. 1 Million. Dankeschön. Ja. Oh, 8 Millionen. Wir sind verflucht nochmal reich. Liebe Freunde, denkt an das Gewinnspiel. Also, wer mein Alter als erster korrekt in den Kommentaren errät, der schreibt mich bitte auf meiner Facebook-Seite. Das findet ihr auch in der Videobeschreibung, den ganzen Babel. Der schreibt mich bitte an. Identifiziert sich, gibt mir seine Daten und dann lasse ich demjenigen oder derjenigen ein persönlich gewidmetes Gedicht mit Unterschrift und Kussmund zukommen. Ja, wie gesagt, Freunde und Verwandtschaft scheiden leider an dieser Stelle aus. Ihr kennt mich einfach zu gut, ihr Schlingel. In diesem Sinne wünsche ich euch, was haben wir denn heute? Einen schönen Samstag, einen schönen Samstagabend. Macht was Schönes. Ich hab euch lieb. Handherz geht raus an die, kleine, aber feine Community. Ich glaube, ich kann nicht an dieser Stelle schon mal von sprechen, mit einem gewissen Stolz. Auch wenn man hier noch unter 100 Abonnenten ist, aber ihr wisst ja, darum geht es mir hier nicht. Ich bin also auch keiner, der andauernd anfängt mit Abonnieren nicht vergessen, Däumchen werden Träumchen, bla bla bla. Macht, was ihr wollt. Hauptsache, ihr habt Spaß, wir haben Spaß. Das ist, wie gesagt, die Hauptsache. Deswegen hatte ich ja eben schon gesagt, dass das die Hauptsache ist. Egal. Einen lieben Gruß an alle. Geht raus. Was, bin ich im Radio? Nee, keine Ahnung. Ich bin verwirrt, wie immer. Und mein Hund hat genießt. Boah, das habe ich bis hier gespürt. Egal. Euch noch eine schöne Zeit. Bis dahin. Machtet gut, ne? Ich mach es besser. Bis dann und ciao.